Einen schönen guten Morgen. Es ist echt noch früh für mich. Wenn man rausguckt, ist zwar ein bisschen hell schon, aber für mich ist es gefühlt noch Nacht. 7 Uhr morgens. Ich bin schon beim Bus. Denn heute ist ein wichtiger Tag. Denn wir fahren gleich zum TÜV. Klar, wir sind noch nicht so weit halt hier drin, aber alle TÜV-Voraussetzungen sind eigentlich da. Wir haben ein Bett. Wir haben eine Kochstelle. Wir haben Schränke, um unsere Sachen zu verpacken. Genauso auch da unten. Und hier vorne haben wir unsere Boxen. Wir haben einen Tisch. Wir haben Sitzgelegenheiten. Das war's. Eigentlich braucht TÜV nicht viel mehr. Aber ich gehe davon aus, oder ich weiß es sogar, dass wir heute eh gar keinen TÜV bekommen und wahrscheinlich nicht mal machen werden können. Dazu gibt es einen Grund. Den verrate ich aber erst, wenn wir beim TÜV waren. Denn ich möchte einfach persönlich mit einem Menschen sprechen, der mir dann das genau erklärt. Wir haben gestern noch hier richtig reingehauen. Irgendwie bis 9 Uhr abends lag ich unterm Auto. Alles zu Ende fertig gemacht, festgeschraubt. Alles, was ging. Wir haben auch, ich bin ja noch nicht fertig, ne? Also, wenn man sieht, ich muss ja noch lackieren. Auch die Seite muss noch komplett lackiert werden. Aber für den TÜV ist es ja total. Ja, nicht relevant, wie das Auto von außen aussieht. Zumindest in dem Fall ist es geschweißt, ist es fertig. Gut, die Farbe ist nicht da, ist nicht schön, aber egal. Wir haben tatsächlich fast alles aufgeräumt. Ich habe noch die Motorhaube auf, denn seit gestern habe ich ein kleines Problem. Wenn ich das Auto einschalte und wieder ausschalten möchte, kann ich den Schlüssel abziehen. Das Auto aber geht nicht aus. Es ist gefühlt wie ein Buchanker. Der Buchanker muss man ja auch im Winter nicht ausschalten in Russland. Der läuft einfach durch, weil es zu kalt ist. Naja, das heißt, das wird ein Grundschaltungsschluss zumindest. Wieso der Typ sagt so, Alter, geht gar nicht. Das Auto geht gar nicht aus. Ich werde jetzt mal ein bisschen kurz forschen, bevor wir losfahren, halt, ob ich die Ursache noch finde. Wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Denn ich will ja nur zum TÜV, um etwas zu erfahren. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, ich freue mich einfach, das Fahrzeug nach 1,5 Jahren einfach wieder zu bewegen. Auch wenn es, wie gesagt, Leerfahrt wird, einmal zum TÜV und zurück, trotzdem ist es eine Stunde für mich, das Autofahren. Und darauf freue ich mich am meisten. Ich habe, glaube ich, das Problem, wenigstens vor der Abfahrt zum TÜV, gefunden, wieso das Fahrzeug nicht ausgeht. Und zwar sind am Schloss bei dem Fahrzeug zwei Schläuche. Das Schloss funktioniert bei Mercedes quasi an und an ausmachen über ein Luftdrucksystem. So, hier gehen vom Schloss aus zwei Schläuche. Ja, einer ist fürs Ausmachen, der andere ist zum Einschalten. Und irgendwo ist in diesem Schlauch halt eine Undichtigkeit. Dadurch kann quasi das Fahrzeug quasi diesen Befehl ausmachen nicht auslösen. So, jetzt habe ich glaube ich gefunden. Und zwar ist es ein kleiner Schlauch, der hier komplett rissig ist. Also der ist komplett porös und komplett gerissen schon. Das Ganze sitzt an diesem, ja, sieht man jetzt nicht. Moment, ich mache mal mit dem Handy kurz hell. So, an diesem schwarzen Teil, was dann, ja, das ist das Blöde. Ich weiß noch nicht genau, was es macht. Ich vermute mal, irgendwas mit Gas hat das was zu tun. Weil hier rüber auf jeden Fall steuert man das Gas. Also sitzt da dieser, da irgendwo ist jetzt der Schlauch. Ah, da ist der Schlauch. So, und dieses Teil sitzt da eigentlich da dran. Verbunden mit diesem kleinen Nüpsi zu einem gebogenen Teil, das komplett porös und gerissen ist. So, wir schneiden ein Teil ab. Machen es dran und ich hoffe, dass das Fahrzeug dann ausgeht. Mal schauen. So. Okay, sieht doch aus wie neu. Dann testen wir das jetzt mal. Oh, yeah. Jetzt haben wir den Schlauch einmal dran. Jetzt müssen wir den nur wieder anstöpseln. Okay, so. Dann gehen wir mal testen. So, wo ist der Schlüssel? Oh. Jetzt den Schlüssel suchen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ah, hier nicht. Habe ich in der Tasche? Habe ich in der Tasche. So.
Ja, im Grunde genommen einfach die beiden Schläuche verfolgen, bis die irgendwo enden. Also ich lag auch schon unterm Auto. Zuerst dachte ich, die gehen komplett woanders hin, aber ja, so ist es, wenn man gerade zum TÜV fahren möchte, ne? Okay, dann gucken wir mal. Ach, geht ja nicht. Meine Batterien sind noch nicht verbunden. Okay, bis gleich. So, jetzt endlich. Es leuchtet alles. Okay, Auto läuft. Jetzt ausschalten. Ein Wunder der Technik. Wie einfach ist denn die Technik? Da ist ein scheiß Schlauch gefüllt mit Luft. Und wenn da irgendwo eine Luft gezogen wird durch alte Schläuche, dann geht entweder das Auto nicht an oder das Auto geht nicht aus. Super, das war easy. Also können wir jetzt starten, endlich zum TÜV. Bis gleich. So Leute, wir haben es nicht weit geschafft. Also bis zu der TÜV-Stelle haben wir tatsächlich nicht geschafft. Aus, ja, zuerst war es eine Panne, jetzt sind es zwei Pannen. Die erste Panne, mir ist vorne, anscheinend nach der langen Standzeit, das habe ich gar nicht irgendwie, ich dachte eher hinten würde das passieren, aber nicht vorne, mir ist quasi ein Bremszylinder anscheinend festgepappt. Ja, ist zu heiß gelaufen. Das heißt, so nach 5 Kilometern sind wir runter, stehen jetzt hier und warten quasi, bis ein Kumpel vorbeikommt und mir erstmal das Werkzeug mitbringt. Denn ich habe erstmal nichts mitgenommen, habe nicht dran gedacht, irgendwie alles mir reinzupacken. Ne? Also, ja, so ist es. Jetzt stehen wir da, kommen nicht weiter. Die zweite Panne, die ist sogar lustig. Das ist mein Schalthebel. Der ist hier abgebrochen. Ja. Das heißt, ich kann aktuell tatsächlich nicht richtig schalten. Ich meine, gut, es geht schon irgendwie, aber ja. Ach Mist, ey. Hätte alles so schön sein können. Das war's heute mit TÜV und weiteren Sachen. Scheiße. Na gut. Nächste Woche ist eine neue Woche. Das heißt, heute gleich irgendwie nach Hause kommen, alles zerlegen, nochmal reinigen. Auch die andere Seite werde ich mal einfach mal schon mal zerlegen und ja. Soweit dazu, zu dem TÜV. Das heißt, wenn ich nächste Woche da war, werde ich euch berichten, wieso es vielleicht jetzt dann geklappt hat oder wieso auch nicht. So, wir haben die Bremsen erstmal Feldarbeit russisch-Style auf einem Parkplatz repariert. Aktuell ist alles gut. Aber fahren mit einem Schalthebel, den ich so weitergeben kann, ist ein bisschen komisch. Also muss ich kurz konzentrieren. Moment, Kreuzung anstecken wieder. So, ist wieder drin. Okay. Also ja, das natürlich halt, ne? So, Gang wieder drin. Läuft! Also schon, ne? So, wir kommen schon irgendwie nach Hause. Morgen geht es wieder zum zweiten Mal zum TÜV. Und bevor wir das machen, halt, will ich auf jeden Fall noch mal ein paar Serviceleistungen machen, wenn ich schon zu Hause bin. Und die Möglichkeit besteht, denn ich habe vor ein paar Tagen einmal bei mir das Getriebeöl angeschaut. Das sah echt nicht mehr gut aus, vor allem es schäumte. Also ich gehe davon aus, es wurde entweder in den letzten 30 Jahren oder zumindest 10 Jahren mindestens nicht mehr getauscht. Beim Fahren hat sich auch echt scheiße geschaltet, das Ganze. So, jetzt haben wir schon mal Frisches bestellt. Und zwar muss da so ein spezielles ATF Typ A, Suffix A. Aber steht sogar meine Motornummer MB236.2 drauf. So, das füllen wir heute mal nach. Es müssen meiner Meinung nach, ich muss gleich in die Tabelle nochmal gucken, 3,4 Liter da rein. Aber zumindest bis die Obergrenze erreicht ist. So, das sind zwei Schrauben. Wir lösen die jetzt und gucken uns das Öl dann an, wenn es einmal draußen ist. Ich mache zuerst die obere auf. Falls wir hier aufmachen und später die nicht mehr aufbekommen, dann haben wir den Salat. Also lieber zuerst immer die obere abschrauben, dann ist man sich sicher, nachfüllen kann man immer. Und dann die untere.
Die geht schon mal easy. Oh. So, in der Zeit gucke ich mir mal die Schraube mit Magneten an. Aber sieht okay aus. Keine großen Metallstückchen drauf. Ist eher nur altes Fett überwiegend. Ein bisschen Späne ist dabei, aber das ist okay. Ja, so sieht das Getriebeöl aus. Gut, die schwarzen sind auf jeden quasi von vom normalen Motoröl. Aber trotzdem, was für eine undurchsichtige Suppe. Puh. Ich will echt nicht wissen, seit wann es da drin ist. Wenn hier die Oberkante anfängt zu laufen, dann da tropft er schon. Ja, der neue Schalthebel ist auch da, also können wir morgen tatsächlich zum TÜV fahren. Ne? Also heute noch schnell einbauen. Der kaputte steckt da noch bei mir drauf. Ich dachte, zur Not repariere ich den irgendwie. Aber jetzt schnell tauschen. Boah Leute, es gibt gute Nachrichten. Und zwar ist das Fahrzeug endlich zugelassen. Also, das war ein Krampf. Ich dachte damals, dass, als ich meinen Buchhang angemeldet habe, dass das ein riesen Krampf war, bis das geschafft war. Ne? Mit dem Fahrzeug war es genau das Gleiche. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, man kommt schon mit einem Fahrzeug, was in Deutschland hergestellt worden ist, und in Deutschland fuhr, und das wäre easy. Nein, so einfach ist es nicht. Und tatsächlich war ich gerade bei der Zulassungsstelle und habe um einiges noch geschwitzt wie sonst noch was. Ey, das war so krass. So, wie das Ganze jetzt war, das wollte ich euch kurz mal schildern. Und zwar, ich habe ja kurz schon erwähnt, das habt ihr ja vorab schon gesehen, dass ich zum TÜV fuhr und ich wusste, dass ich den TÜV gar nicht bekomme. Denn mir fehlte etwas sehr, sehr Wichtiges zu diesem Fahrzeug, wo ich dachte so, hey, wieso eigentlich? Ich verstehe sowas nicht. Und zwar war das Fahrzeug ja vorher ein Feuerwehrwagen. Das heißt, er war gar nicht auf eine Person zugelassen im Straßenverkehr, nur auf die Feuerwehr. Sobald du einen Feuerwehrwagen abmeldest, ist es ein stillgelegtes Fahrzeug, was man, um wieder ins Straßenverkehr einzubringen und auf eine Person zuzulassen, muss man bestimmte Blätter dafür haben. Und zwar musst du euch wieder alle Datenblätter von diesem Fahrzeug besorgen, wie das Fahrzeug im Grunde genommen damals das Werk verließ, bevor es dann zur Feuerwehr wurde. Also im Grunde genommen, der einzige Unterschied war, dass hier steht einfach LKW geschlossener Kasten und auf den anderen Papieren quasi stand einfach nur Sonder-Kfz Feuerwehr. Das war's. Es gibt keinen einzigen Unterschied zwischen diesen ganzen Sachen. Klar, im Gewicht quasi hat sich was verändert, weil die Feuerwehr aufgelastet worden ist. Im Original war ja nicht aufgelastet. Das war's. Mehr wurde nicht gemacht. Und trotzdem musste ich, um TÜV machen zu können und das Fahrzeug umzuschlüsseln, dieses Kack-Datenblatt. Ey, was denkt ihr, was ich da rumtelefoniert habe? Na, also es war wirklich ein Krampf. Bei Mercedes erreichst du nichts. In Werkstätten Mercedes können die dir auch nichts ausstellen. Es war echt hart, bis ich irgendwann mal auf TÜV Süd gestoßen bin. Und bei TÜV Süd kann man sowas beantragen. Das heißt, da gibt man einfach ganz normal die Fahrgestellnummer ein, quasi, wie alt das Fahrzeug ist, quasi, oder wann es zum ersten Mal angemeldet worden ist, deinen Namen, E-Mail-Adresse, das war's. Und dann kriegst du so einen Schein zugeschickt. Dieser Schein kostet 150 Euro. Nur, dass da wirklich steht, ja, welche Daten quasi als das Fahrzeug das Werk verließ halt. Ne? So, dafür musste ich quasi 150 Euro hinlatzen, damit ich überhaupt zum TÜV fahren konnte. So, aber wenigstens war der TÜV-Prüfer echt sehr, sehr kulant und er sagte mir Folgendes. Ich mache heute mit dir trotzdem die TÜV-Prüfung, weil ich stehe kurz knapp vor der Abfahrt und es ist halt alles auf den letzten Drücker. Bin ja auch selber schuld halt, ne? Hätte ich auch früher. Aber ich wollte irgendwie fertig sein mit dem Fahrzeug, bevor ich zum TÜV fahre. So, da hat er mir gesagt, okay, dann machen wir es folgendermaßen. Ich mache heute mit dir die TÜV-Untersuchung und die Abnahme für Wohnmobil. Nur du kriegst die Papiere nicht, sondern du kommst dann nächste Woche oder wenn du die Papiere hast und bringst mir einmal diese Papiere mit. Ja, also haben wir erstmal TÜV gemacht.
TÜV hat er bestanden, ohne jegliche Probleme. Also direkt durchgekommen, echt fantastisch. 1-1, alles 1A, also 1-1-2 funktioniert. Also das heißt auch das, was ich geschweißt habe und alles, ist halt echt perfekt. Das heißt, die Arbeit hat sich komplett gelohnt. Das Fahrzeug nochmal von außen, von unterm Auto, sonst noch was, die Zeit, die ich investiert habe, fertig zu machen. So. Wohnmobilzulassung. Da hat er kurz hier reingeschaut, meint so, naja, also na, ihr seht ja, hier sieht es immer noch so aus. Na, der Tisch, hier ist noch die Klappe offen, da fehlen noch die Schubladen, hier die Tür. Das Einzige, was er haben wollte hier drinnen, er meint, du hast ja schon alle Sitzmöglichkeiten, Staufächer, Kochplatte sehe ich da, es ist alles da. Kannst du mir da einfach eine Matratze reinlegen? Und ich war so, hä, wie eine Matratze reinlegen? Ja, ich muss ein paar Fotos hier drinnen machen, damit es einfach wohnlich aussieht. Okay, ich habe dann Matratze reingelegt, er hat 2-3 Fotos gemacht, hat gesagt, ja, fertig, Wohnmobilzulassung wäre somit auch erledigt. Ja, dann ging es aber weiter, und zwar musste ich ja das Fahrzeug nochmal neues Gewicht quasi wiegen. Bis jetzt war das Fahrzeug bei, ich glaube, Moment, wo stand das nochmal? Ach, meinen Fahrzeugschein haben die ja einbehalten. Naja, zumindest bei dem Fahrzeug war folgendermaßen. Der war aufgelastet auf 5600 Kilo. Mit einem Leergewicht, glaube ich, von 4,6 Tonnen. Das heißt, als ich das Fahrzeug gekauft habe, samt der ganzen Schläuche hier und allen möglichen Schränken, wog das Fahrzeug mit diesen eingeschweißten Blechen, die hier noch überall drin waren, 4600 Kilo. So, ich bin dann mit dieser Wohnmobilausbau quasi auf die Waage und ich war bei 3620 Kilo. Das heißt, da waren aber schon Wassertanks voll. Genau, stimmt, dann wurde ich noch dazu gerechnet. Das heißt, jetzt bin ich bei einem Leergewicht von 3695 Kilo. Das ist okay. Jetzt habe ich das Fahrzeug wieder auf sein Ursprungsgewicht abgelastet, als es quasi überhaupt damals mal das Werk verlassen hat. 4400 Kilo. Das reicht mir vollkommen quasi an Zuladung. Das ist halt schon eine Menge. So, also bin ich quasi heute nochmal zum TÜV. Mit diesem Datenblatt. Hab dem alles vorgelegt. Er hat quasi alles fertig gemacht, alles unterschrieben. Ja, durfte ich zur Zulassungsstelle. Dann komme ich bei der Zulassungsstelle an, bin erstmal guter Dinge und denke mir so, ah ja, easy, jetzt ist es ja soweit. Ne? Jetzt habe ich ja alle Papiere, ich habe den TÜV-Bericht, ich habe die 21er Umschlüsselung, alles fertig. So, da fängt er erstmal zu gucken an und meint so, ja, also, das war ja vorher ein Feuerwehrwagen. Ich so, ja klar, steht ja auch drin. Ja, aber in dem neuen 21er Bescheid und sonst was steht nirgendwo, dass ihr die ganzen Blaulichter und Hörner und alles quasi demontiert habt. Und ich war so, hä? Ja gut, ich kann dir auch ein Foto zeigen. Ja, nee, du kannst mir auch x-beliebiges Foto zeigen vom Fahrzeug halt. Woher weiß ich denn wirklich, dass du jetzt nicht mit deinem Wohnmobil und Blaulichtern durch die Gegend heizt? Boah, da dachte ich schon wieder, ey, das kann auch nicht sein. So, also ist der Typ dann erstmal hin zu seinem Chef von der Zulassungsstelle, besprochen, hin und her, kam zurück, meinte, na, heute ist ihr Tag, wir machen es trotzdem auch ohne. Ist okay, glauben wir Ihnen, dass es alles quasi abgebaut worden ist. Normalerweise muss der TÜV-Prüfer das anscheinend in den Bericht reinschreiben. Ich bin nicht der TÜV-Prüfer, ich habe keine Ahnung, was da drin stehen muss. Für mich ist es quasi eine Wohnmobilzulassung nach 21er, er hat alles das aufgenommen, was hier drin ist, halt, ob da Blaulichter waren oder nicht, aber anscheinend will Zulassungsstelle, dass da steht, Blaulichter demontiert. Gut. Ja, dann guckt er irgendwie weiter, tippert er rum und auf einmal meint er so, oh, der TÜV-Prüfer hat aber heute Morgen gute Laune gehabt anscheinend. Er hat schon wieder hier einen Fehler gemacht. Ich so, hey, was denn jetzt schon wieder? Ja, ihr Fahrzeug ist ja unter über 3,5 Tonnen. Dann können Sie ja nur für ein Jahr TÜV bekommen. Ich so, ja, ja. Kann sein, ja. Wenn Sie das so sagen, dann ist es so. Also das wusste ich schon halt, aber ich dachte mir so, okay, was will er mir jetzt damit sagen? Ja, der TÜV-Prüfer hat Ihnen aber 2 Jahre Plakette aufgeschrieben. Naja, später in Papieren hat man gesehen, auf den TÜV-Papieren, dass der TÜV-Prüfer aber komischerweise 3,5 Tonner beim TÜV-Bericht reingetippert hat und nicht über 3,5 Tonnen.
Aber der Computer bei dem Straßenverkehrsamt wusste, nee, da liegt ein Fehler vor. Also ist der Typ schon wieder zu seinem Chef und besprechen, was die machen sollen. Ich dachte mir schon so, also ich habe mich wirklich schon gesehen, dass ich jetzt zum dritten Mal zum TÜV fahre. Zum dritten Mal gefühlt quasi wieder alle Unterlagen da einreichen muss, damit ich dann endlich, ja, ja gut, dann kam er zurück und meinte, okay, heute ist wirklich Ihr Glückstag, wir machen es trotzdem. Sie kriegen jetzt Ihre Plakette, aber nur für ein Jahr. Das heißt, abgesehen, was im TÜV-Bericht steht, kriegen Sie jetzt für ein Jahr und fertig. Puh, das war echt eine Nummer, wo ich schon wieder dachte, es kann doch nicht noch komplizierter sein, ey. Weißt du, da fahre ich schon endlich jetzt keinen Russen, habe ein deutsches Fahrzeug in Deutschland gefahren. Nein, komplizierter kann man es wirklich, wirklich nicht machen. So, ich wollte euch nochmal erzählen quasi, was das Ganze mich jetzt gekostet hat, bis ich jetzt das Kennzeichen in der Hand habe. Also die gesamten Kosten, denn günstig war das nicht. Allein wenn ich mir das angucke, was ich heute bei der Zulassungsstelle bezahlt habe, ich habe allein für die Erteilung der Betriebserlaubnis 40 Euro bezahlt. Und ich denke so, hä? Naja, das Fahrzeug war bis jetzt Feuerwehr. Hier darf es eine Person fahren. Dafür muss man eine neue Betriebserlaubnis quasi Pauschale bezahlen. Ja, also hier die Gesamtkosten, die mich das bis jetzt gekostet hat, um das Auto anzumelden. So, fangen wir mit dem Datenblatt, 150 Euro. Der TÜV-Bericht, der dann sogar nicht mal passte, 164 Euro. Die Umschlüsselung zum Wohnmobil, 274 Euro. So. Bei der Straßenverkehrszulassungszone habe ich 84 Euro bezahlt und die Kennzeichen. Da habe ich 17 Euro bezahlt. Ich konnte die vorher, habe ich reserviert und mir vorbestellt, weil es einfach wirklich günstiger ist. Sonst hätte ich da auch knapp 50 bezahlt. So, am Ende komme ich glaube, auf gute 790 Euro. Ah, was ich vergessen habe. Damit ich zum TÜV fahre, das habe ich ja total vergessen in meiner Rechnung, das müsst ihr dazu berechnen. Damit ich zum TÜV komme, musste ich ja noch gelbe Kennzeichen für 5 Tage ordern. Das finde ich sowieso eine Unverschämtheit. Da bezahlst du die Kennzeichen, dafür habe ich 30 Euro. Also das heißt, für die vorbestellt 17 Euro, für die gelben, weil ich die vor Ort direkt geholt habe, 30 Euro, die ich heute einfach wegwerfe in die Tonne. Nachhaltigkeit ist gestern gewesen. Das heißt, da musste ich für die Versicherung für 5 Tage, die Anmeldung des Fahrzeugs quasi und die Kennzeichen habe ich 100 Euro bezahlt. So, also in Summe kommen wir auf 790 Euro, damit das Fahrzeug wieder auf der Straße fahren kann. Würde ich das nochmal machen? Puh. Müsste ich mir dreimal überlegen. Also am Ende tatsächlich ist es schon echt ein harter Brocken, was man hier alles braucht und wie teuer das Ganze ist, nur um das Fahrzeug zuzulassen. Also das da muss das Fahrzeug so gut sein, dass man Bock da drauf hat. So, da sind zumindest so ein paar Sachkosten, damit ihr wisst, wenn ihr so ein Fahrzeug anmeldet, besorgt euch unbedingt das Datenblatt. Denkt daran an die Kosten, die entstehen. Wie gesagt, Kennzeichen ist ja das günstigste halt überhaupt, aber rundum. Und ich finde wirklich unverschämt, diese 100 Euro für die gelbe Kennzeichen, das ist halt echt maßlos übertrieben. Das ist wirklich heftig. So, wie gesagt, allein die Versicherung, 50 Euro davon, schon hart. Naja, aber egal, wir meckern nicht mehr rum. Das Fahrzeug ist jetzt zugelassen. Wir dürfen jetzt ein Jahr auf der Straße damit rumheizen, bis zum nächsten TÜV. Mal gucken, ob wir dann wieder für 2 Jahre TÜV bekommen. ja, somit würde ich mal sagen, wir wollen ja in 3 Wochen los. Dem steht absolut nichts mehr im Weg, außer, dass ich zu Ende bauen muss. Das heißt, jetzt schnell Ärmel hoch,
anpacken und weiter geht's. Aber erstmal trinke ich noch einen Schluck da drauf, dass alles endlich erledigt ist. Also was das an Schweiß und Nerven mich gekostet hat. Ne? Also schlaflose Nächte abgesehen und Stress im Kopf einfach davon. Jetzt ist es aber fertig. Und ich bin glücklich. So, ich hoffe, ihr fahrt demnächst mit uns mit, wenn wir auf die Reise gehen. Denn es geht komplett in die andere Richtung, die wir noch nicht kennen. Und ich schätze mal, das wird cool. Und ich hoffe, dass Pete das auch als cool empfindet und irgendwann mal mit Papa daneben sitzt und sagt, Papa, jetzt habe ich mir nochmal die Videos angeguckt, ich war mit euch auf Reise. Boah, ist das cool. Und ich hoffe, der nimmt was davon mit einfach. So, in dem Sinne würde ich mal sagen, wir ackern mal weiter und euch wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.